In der heutigen Ausgabe geht es um Eurowings Discover. Wer ist Eurowings Discover? Was wissen wir über Eurowings Discover? Und vor allem, was bedeutet es für uns, die wir entweder einen Horn Circle, Senator, FTL-Status oder, wie ich, keinen Status im Moment haben? Also, bleibt gespannt und nach dem Intro geht es weiter und ich erkläre euch, was die Eurowings Discover auf der Langstrecke ist und was sie für dich bedeutet. Mein Name ist Lars Korsten und ich bin hier, dir mehr Meilen, mehr Punkte, mehr Status zu bringen. Und heute reden wir über Eurowings Discover. Aber bevor wir das tun, lasst mir einen Daumen hoch da, einen Daumen runter da. Aber vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Ich gebe euch den Abonnierbefehl. Und jetzt direkt in das Thema mit Eurowings Discover. Wer ist Eurowings Discover? Eurowings kennt man ja vom Namen her. Ihr wisst ja, da gibt es ja aus den letzten Jahren viele Langstreckenflüge mit der Eurowings, die dann traurige Berühmtheit erlangt haben und jetzt will man einen Refresh, einen Rebrand, einen Restart oder wie das Neudeutsch immer so heißt, machen und möchte damit dieser neuen Eurowings Discover die Langstrecke reanimieren und wirklich auch attraktiver machen. Helmut Wörl, der als CEO ab 1. März die Veranstaltung verantwortet, im Moment verantwortet er sie auch schon, aber er hat dann auch einen Titel und auch eine Firma, weil am 1. März wird ja die Ocean, und das war ja das, wo es zuerst hieß Ocean, wir werben die Leute ab von Lufthansa, Eurowings und so weiter. Die sollen da hinkommen und sollen bei Ocean arbeiten. Gab es ein bisschen Stress, war so ein bisschen wie Kraut und Rüben, wenn man von außen guckte. Aber die Geschichte wird jetzt im Moment viel runder, denn wir wissen einige Dinge mehr. Was wissen wir im Moment über Eurowings? Und zwar wissen wir über Eurowings Discover, dass sie mit drei Maschinen an den Start gehen will, und zwar mit 330ern von Airbus. Das sind natürlich die alten Maschinen, die werden innen drin vom Service her angeblich etwas besser aufgefrischt. Also das heißt, dass das harte Produkt auch verbessert werden soll. Wie das passiert, wir werden es sehen, wenn die ersten fliegen. Und dann wird wirklich ab Winterflugplan vielleicht noch ein bisschen mehr Klarheit sein, aber man will halt im Sommer schon mal zumindest langsam sukzessive Ex-Frankfurt anfangen. Die ersten Ziele, die da zur Auswahl stehen, ist 5-mal pro Woche ist Windhoek, Las Vegas soll 5-mal gehen, Punta Cana 3-mal. Eigentlich eine coole Destination, mein Favorit ist übrigens Las Vegas immer noch. Mauritius 2-mal, Anchorage 3-mal und Mombasa, also Sansibar. Das ist so eine, man fliegt beide Strecken so ab, um diese dann zu sprechen. Und das in Kombination 2-mal pro Woche. Und da wurde halt wirklich nochmal Bescheid gesagt, dass man mit einem Team von 350 Leuten an dieser Thematik arbeitet und man möchte wirklich da eine Qualität liefern, die man nicht von der Eurowings, ich will jetzt sagen, erwartet hat. Aber man kann sie jetzt erwarten. Ganz einfach, warum? Weil sie jetzt auch an Amadeus angebunden sind. Für euch alle, die nicht wisst, was Amadeus ist, das ist ein Buchungsportal oder beziehungsweise auch ein Tool, mit dem Airlines zum Beispiel Boarding machen, dann heißt es Altea. Das Programm. Und das macht es möglich, dass man Flüge zum Beispiel umbuchen kann, rerouten kann und so weiter und so fort. Und da gab es ja halt immer das Problem, wenn man halt mit Eurowings irgendwo in Düsseldorf losfliegen wollte und der Flug fand nicht statt und man möchte auf Lufthansa umgebucht werden und die sagen, es geht nicht. Es ist leider so, die können es wirklich nicht. So, und das ist das Problem. Also es geht nicht von der Ability, sondern einfach von der Technik her geht es nicht. Aber Herr Wölfe hat halt einfach jetzt gesagt, man will das Geld investieren, weil es auch etwas teurer ist als das alte Programm der Eurowings und möchte da halt wirklich eine Konnektivität schaffen. Und diese Konnektivität mit der Discovery GmbH ist halt etwas, die uns als Vielflieger oder als Vielreisende oder auch nur einmal Reisende das Leben halt natürlich erleichtert, wenn es mal zu Unregelmäßigkeiten kommt. Das ist in meinen Augen eine coole Geschichte. Wenn das Bordprodukt, was näher an der Edelweiß angelegt werden soll und angelehnt werden soll, dann zum Zug kommt. Wichtig ist in meinen Augen auch die Thematik, dass man wirklich nochmal darauf hinweist. Und das müsst ihr euch dann quasi hinter die Ohren schreiben. Es ist keine Starlines. Eurowings Discover oder Eurowings selber sind ja keine Starlines-Member. Die sind einfach nur eine Sub-Brand. Die haben ja mit Boomerang auch noch ein eigenes Programm. Ich selber halt von Boomerang nicht viel, habe mich da auch nicht mehr angemeldet. Für den einen, der viel Eurowings fliegt, kann das vielleicht Sinn machen. Ich persönlich fände es besser, wenn man es bei Lufthansa Miles & More ansiedelt. Was heißt es in der Realität, wenn ich mit denen fliege? Es heißt ganz einfach, man kann Zubringer mit der Lufthansa buchen. Das heißt also, ich fliege mit der Lufthansa nach Frankfurt, gehe dann in Eurowings. Jetzt bin ich aber Senator, ich bin Horn Circle, vielleicht bin ich FTL. Komme ich in die Lounge rein?
Das ist noch nicht so ganz klar, man arbeitet an der Thematik. Aber was ganz klar schon abgelehnt worden ist, ist, dass man als Horn Circle auf dem Connector-Flug von der Lufthansa auch in die Horn Circle Lounge oder in den FCT gehen kann, also in die ins First Class Terminal. Ist für mich jetzt etwas schwierig nachzuvollziehen. Ich verstehe, dass man da die Marke differenzieren will und dass man sagt, hey, wir sind so eine Art Budget-Anbieter. Also das heißt, wir haben so eine Select Airlines. Bei Hotels heißt das ja auch Select Service und so sind sie dann auch eine Select Airline. Und um die Kosten niedrig zu halten und so ein Loungebesuch in der FCT kostet ja auch irgendwie schlanke 200 Euro in der Abrechnung intern, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber es ist halt doch wirklich schwierig zu verstehen, weil mal überleg mal, man hat eine dieser fünf Ziele. Ich würde jetzt Las Vegas zum Beispiel auch nehmen gerne. Nicht nur Mexiko, aber Las Vegas. Sagen wir einfach mal, du kommst aus Las Vegas angeflogen, kommst an, hast fünf Stunden bis zum Connector nach Hamburg, Helsinki, wohin auch immer. Und du tippelst dann einmal raus und willst in die FCT gehen. Und die lassen dich nicht rein, obwohl du auf einem ganz normalen Lufthansa-Flug bist. Ich persönlich halte das etwas für problematisch und muss da ganz ehrlich sagen, schwierig. Aber wer schon mal in den Genuss kommen möchte, wie das mit Eurowings Discover läuft, kann auch schon auf der Kurz- und Mittelstrecke einsteigen. Denn man wird mit dem 330er zum Beispiel nach Italien, nach Spanien fliegen. Und diese Thematik ist in meinen Augen relativ cool, weil so kann man das Produkt ja schon mal kennenlernen. Und es gibt ja Flüge schon ab 60 Euro. Ne? Also wenn man sich das anguckt, Frankfurt, Barcelona, da gibt es einige Umläufe oder nach Rom. Das wäre dann zum Beispiel die Flugnummer EN7010. Ich lese es ab, damit ich da nichts Falsches sage. Ihr wollt ja auch, nicht, dass ich Quatsch erzähle, oder? Und das ist dann der Flug von Rom, von Frankfurt nach Rom und Rom zurück wäre dann die 7011. Haben natürlich auch eine Lufthansa-Nummer, die LH9572 und die LH9573. Barcelona wäre dann auch der Flug zum Beispiel. Im Codeshare 9574 wäre von der Lufthansa und von EN, also von Eurowings, wäre es die 7020 und die 7021 und von der Lufthansa dann Retour LH9575. So, damit haben wir das einfach mal geguckt. Der Abflug wäre morgens um 7.30 Uhr als Beispiel, wer nach Fiumicino will und wäre dann um 9.20 Uhr in Italien. Und damit kann man halt wirklich auf der Kurzstrecke auch eine Business Class ausprobieren, die halt wirklich ihre Business Class als Namen verdient. Ist halt nicht wie in der 320er, 19er, wie auch immer, da diese geneckte Geschichte. Und schauen wir mal, geben wir doch der Eurowings eine faire Chance. Und es gibt ja auch Meilen-Gutschriften, das wollte ich euch auch nicht vorenthalten. Also es gibt darauf Prämienmeilen, Statusmeilen und sogar Honmeilen, wenn man Business Class fliegt. Das werden wir halt einfach nochmal beobachten und sehen. Ich persönlich werde vielleicht mal einen dieser Flüge als Testflug buchen und werde euch dann davon berichten, damit ihr auch wisst, wie so etwas vonstatten geht. Danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler Circle und der heutigen Ausgabe. Ich hoffe, ich konnte euch was Neues bringen über Eurowings Discover und die Langstreckenflotte der A330. Wenn ihr dazu Fragen habt oder irgendwelche Anmerkungen habt, gerne unten in die Kommentarspalte reinschreiben. Ich mache mal die Handbewegung nach unten. Ihr wisst, weil es unten ist. Ganz einfach. Und wenn ihr natürlich Fragen an mich habt, schickt sie mir einfach per WhatsApp oder aber heute Abend ist wie jeden Abend, egal wann ihr schaut, hoffe ich, dass das auch in zwei Jahren noch so ist, Clubhouse. Genau, wir haben auf Clubhouse unseren Aviation Talk und da könnt ihr, wenn wir Open Talk haben, jedes Thema geben und ich werde natürlich auch einige Themen euch vorstellen. Also, danke, dass ihr dabei wart und bis bald auf Frequent Traveler Circle TV.